Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario 64, genau 64 Galaxy. In der letzten Folge haben wir in der Küche Luigi befreit, haben einen grünen Stern geholt und haben eine neue Fähigkeit zu unserer Geister-Mario kennengelernt. Wir starten jetzt hier vorne, da wir hier rüber gehen können zur Garage und mit Luigi reden, weil er irgendwas von uns will, aber jetzt reden wir erstmal mit dem Toad hier. Peach hat schon wieder einen Brief geschickt. Annehmen, natürlich nehme ich sie an. Ja, sie ist tatsächlich wirklich fürsorglich. Reden wir mal mit Luigi. Und wo kriegen wir die anderen Grünsterne her? Bruder, du suchst doch nach Powerstern, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief, versprochen. Eier? Oh! Moment, er könnte vielleicht... Vielleicht ist Luigi derjenige, der mir die Hinweise gibt, wo die Grünsterne sind, hä? Okay. So geht das also. Ich schätze, Luigi ist derjenige, der uns die Hinweise auf Grünsterne gibt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, fast runtergefallen, aber mal. Der Gourmet-Luma, den lassen wir erstmal in Ruhe. Ich weiß nämlich nicht, wie viel er haben will. 400, mehr als 400. Phantomgalaxie. Und danach gehen wir wieder zum Glasstrand. Wenn wir es nicht schlecht anstellen, schaffen wir es vielleicht sogar diese Folge, die Galaxie abzuschließen, die Bossgalaxie abzuschließen. Wettläufer, ein Rennen. Okay, also hier ist ein Rennen von uns verlangt. Gut. Okay. Wohin müssen wir? Dahinter, ich sehe schon. So. Und nach oben. So, einmal hier, einmal hier. So. Safe kann ich mit dem jetzt so nicht reden, oder? Hä, du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Ist mir recht. Also dann, auf geht's. Ach so, ich spiele hier ohne Geister, Mario. Ich spiele hier mit dem scheiß Dingern hier. Als ob. Als ob ich hiermit. Ach du Kacke, als ob ich hier echt mit. Den Dingern hier spiele. Okay. Warum? Alter, was ist das denn dran? Ich dachte, ich spiele mit. Geister-Mario, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Komm. Komm. Komm hier. Easy. In einer Minute fast. Hätte ich mich besser angestellt, hätte man sogar besser hingekriegt. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Stern. Nimm ihn und verschwinde. Mache ich auch. Okay. Okay. Warum sind wir schon wieder hier? Hä? Wieso starten wir nicht in der Kuppel? Hier ist ein Brief von Luigi. Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden.
Was ist das für ein Ort? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Plus, um den Pausenbildschirm aufzurufen. Dann wähle das Prüfsymbol, um das Foto zu betrachten. Okay, das ist die Eierplanet-Galaxie. Schätze ich. Weil der hat ja gesagt, der sucht dort nach einem Powerstern. Aber ja, komm erstmal, dass wir die Kuppel hier fertig kriegen. Und dann kümmern wir uns nächste Folge um die Grünsterne, die Luigi von uns will, zu sammeln. Hier hoch. So, zur Glasstrand-Galaxie. Kriegen wir jetzt hier einen Boss oder nicht? Weil fast jede Welt mit drei Sternen hat irgendeinen Boss drin. Das Rätsel der Strudelhöhle. Na, kein Boss. Okay. Ich muss den Kack da unten kaputt machen, wie es ausschaut. Ja? So, da ist ein Panzer. Gut. Ich muss irgendwie hier hin. Okay. Nur genau hier siehst du einen Riss. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss, ne? Als ob ich einfach nur gegen die Wand schießen muss. So. Nach oben Luft. Ich brauche Luft. Okay. Was geht denn jetzt hier ab? Okay. Gut. Gegen die Fledermaus versuche ich nicht zu kämpfen. Was auch immer hier gerade von mir verlangt wird, ne? Und jetzt weg. Okay. Ich glaube, ich weiß, was von mir verlangt wird. Ach komm, echt jetzt? Bro! Ich war doch perfekt dran eigentlich. Na, dann gehe ich halt den normalen Weg. Oder ich versuch's noch einmal mit dem Sprung, mit dem Wirbelsprung. Boah, holy moly. So, hier müssen wir hin. Fast da. Bitte dreh nicht um, danke. Hier hoch müssen wir. Ich glaube, da kann ich zwar auch abkürzen, aber das lasse ich. So. Alter. Ach komm, als ob, hä? Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Bro. Komm, echt jetzt? Aber wenigstens kriege ich hier One-Ups zurück. Okay, das war zu viel des Guten. Mann! Das war tatsächlich zu viel des Guten. So. Einfach weg hier. So, in die andere Richtung müssen wir gehen. Boah, war das knapp, mein Freund. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So.
Okay, das hat funktioniert. Danke. Ah, jetzt hat nur noch du, Twomp. Okay. Diese eine Tod jetzt da, oder die Tode allgemein auf dieser Galaxie, diesen Planeten hier, hätten jetzt nicht sein müssen. Aber egal. Damit haben wir einen weiteren Stern. Dreißig haben wir schon. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Hm. Da ist ein versteckter Stern und ein Komet. Aber wir gehen erstmal in die Phantomgalaxie. Was erwartet mich jetzt hier? Wir hatten ein Rennen und das Geisterhaus. Weltallschutz und der Geisterboss. Also doch ein Boss. Okay. Und da hinten ist die Boss-Arena, hm? So. Perfekt hier reingeflogen. So. Und jetzt halt einfach zum Boss rennen. Oder den hier. Ach komm. Aus dem Weg. Aus dem Weg. So. Aha. Ich sehe auch, glaube ich, schon, was wir im Bosskampf wohl benutzen werden anscheinend, hä? So, und was ist jetzt unser... Ah, dahinter müssen wir. Okay. Ey! Ich sehe doch, glaube ich, wo wir hin müssen, aber... Jetzt, ja. So. Ach, dürfen wir auch noch klettern, als ob... Er kommt mit der Bosskampf nicht gereicht. Dann wird es diese Folge wohl nichts mehr mit der Abschluss der Galaxie. Der Kuppel meine ich. Gut, hier. So. So, bitte. Ist hier noch irgendwas? Oder, als ob es immer noch weitergeht. Gut, ein Leben hier. Warum zum Geier? Muss ich jetzt hier Sternteile sammeln? Ah. Ja, egal. So. Hier nach oben müssen wir. So. Easy. Boah, Alter. Gut, dass ich auf dem Planeten noch gelandet bin. Als ob, Alter. So. So, jetzt aber. Ja, wir kommen zum Boss. Endlich. Für Sternteile. Wie viel Wissen denn haben? Ah, ne, danke. Ich hab nicht mal 30. Ich hab nicht mal 30 Sternteile, also kann ich's nicht mal machen. Aber hier sitzt der Boss.
Okay. Gold sind Münzen, schwarz wahrscheinlich die Geister, richtig? Ja. So. Easy. Zwei Treffer schon erreicht. Eins. Ein Geist holt er. So, hier. Muss ich... Moment, das war schon? Na, ich dachte schon. Ich dachte schon, das war's jetzt. Alter, ich dachte gerade schon. Ein, zwei Geister. Erster Treffer. So. Komm schon. So, zweiter Treffer. Noch zwei. So. Easy. Jetzt schmeißt die Steine wieder. Schade. Hatte gehofft, der andere kommt gleich hinterher. Easy. Das war's jetzt aber, oder? Ja. Passt. Haben wir den Stern auch wieder. Und einen weiteren Boss besiegt, der wahrscheinlich auch einen Kometen haben wird. Gut, damit würde ich allerdings sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge stellen wir uns dem Boss dieser Kuppel. Ciao. Euer Gladius.